Hallo und herzlich willkommen im Wald und diesmal geht's um Brennholz. Und zwar tatsächlich mehr überwiegend so um Brennholz im Heim bis stationäre Feuerstelle-Bereich. Jetzt weniger für den, ich mache mir mal schnell ein Survival-Feuer. Bushcrafter, sondern so allgemein einfach ein paar Dinge, die ihr zu Brennholz, wenn ihr einen Kamin oder ähnliches besitzt, wissen solltet, die euch natürlich aber auch helfen können, wenn ihr draußen in der Natur unterwegs seid. Aber ich möchte nur noch mal betonen, das hat jetzt keinen so krassen Bushcraft-Schwerpunkt, dieses Video. Nur das noch mal so als kleinen Disclaimer. Und diesmal ist es jetzt kein spontaner, ich erzähle euch, was in meinem Hirn so rumschwirrt, Vortrag, sondern ich habe ausnahmsweise mal Literatur dazu. Und zwar handelt es sich hier um das Merkblatt Nr. 12 von der LWF. Das ist die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft Bayern. Von der Bayerischen Forstverwaltung, und die ist eines der drei zentralen Organe im Zentrum Wald, Forst, Holz, Wein, Stefan, das da besteht eben aus der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, der Technischen Universität München, genauer der Studienfakultät für Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement, meine Alma Mater, und der Hochschule Weinstephan-Triersdorf und da dann eben auch die entsprechende Forstabteilung, deren exakter Titel mir gerade nicht einfällt. Ich bitte das zu entschuldigen. Jawohl. Und um dem Urheberrecht Genüge zu tun, möchte ich hier bitte darauf hinweisen, die Verantwortlichen für dieses Papier sind Olaf Schmidt, der Präsident der LWF, die Redaktion hatte Stefan Gessler inne, die Autoren sind Jürgen Hahn, Marco Schardt, Fabian Schulmeier und Florian Mergler. Jawohl. Also das nur fürs Urheberrecht. Meine sämtlichen Informationen beziehen sich entweder auf das, was in meinem Hirn rumschwirrt, das wird natürlich da jetzt auch drin landen, und ansonsten dieses Papier, das im Internet frei verfüglich ist, frei verfügbar natürlich. Ich schreibe euch den Link unten rein, wo ihr das finden könnt. Demzufolge kann mich jetzt hoffentlich keiner verklagen, wenn ich ein völlig öffentliches Dokument hier ein bisschen bespreche, beziehungsweise Auszüge daraus für dieses meines Video verwende. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich jetzt niemand explizit um Erlaubnis gefragt habe, das halte ich auch für etwas übertrieben. Eben bei einem völlig frei verfügbaren, für jedermann zu habenden Dokument. Ja, so, also zum Heizen mit Holz, gerade wenn man das jetzt daheim machen möchte, weil man ja als Bushcrafter auch meistens gerne daheim ein recht umweltbewusstes Dasein fristen möchte, die meisten, nicht unbedingt alle, aber gut wäre es, sagen wir es mal so, dann wäre es erstmal wichtig, dass man sich ein bisschen mit den unterschiedlichen Möglichkeiten da zu Hause überhaupt zu heizen auseinandersetzt. Ich nenne jetzt mal ganz schnell Sonnenkollektoren, das heißt irgendwelche, im Idealfall Spiegel, die das Sonnenlicht auf irgendeine schwarze Fläche bündeln, unter der Wasser fließt, das sich dann sehr stark erhitzt und entsprechend dahin fließt, wo es gebraucht wird, um dann an der entsprechenden Stelle heißes Wasser zu haben, beispielsweise in der Dusche. Theoretisch wäre es auch noch möglich, dass man durch Photovoltaikanlagen, also die klassischen Solarzellen, Strom erzeugt und mit diesem Strom dann sein Wasser heiß macht. Das ist aber vom Wirkungsgrad her extrem ungut. Kann man aber theoretisch tun. Und ansonsten, wenn man diese beiden Möglichkeiten nicht zur Verfügung hat, hat man vielleicht noch das große Glück, dass man irgendwo wohnt, wo man Erdwärme nutzen kann, also Geothermie, sprich man wohnt über irgendeiner heißen Quelle und hat sowieso heißes Wasser. Ja, theoretisch ist das möglich, bei uns jetzt nicht sehr realistisch. Und eben wenn auch diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht, dann bleibt einem eigentlich nicht viel anderes übrig, als irgendwas zu verbrennen, um heißes Wasser zu bekommen, beziehungsweise eben Wärme in der Wohnung, was ja auch per heißes Wasser funktioniert, weil eine Heizung arbeitet ja meistens in der Regel nicht anders, als dass heißes Wasser durchfließt. Aber gut, klassischerweise heizt man natürlich eben auch mit Heizöl. Also die meisten von uns tun das noch, teilweise auch, weil sie keine andere Wahl haben, weil sie in irgendwelchen Mehrfamilienhäusern wohnen, wo sie jetzt nicht extra ausziehen wollen oder eben nicht die Möglichkeit haben, die Heizung
zu modernisieren. Heizöl hat einen Energiegehalt von 10 Kilowattstunden pro Liter. Jetzt ist es ganz gut zu wissen, was denn da für Alternativen zur Verfügung stehen. Die da wären Holzhackschnitzel. Man braucht dafür eine relativ große, relativ aufwendige Anlage, um mit Holzhackschnitzeln heizen zu können. Das lohnt sich dann tatsächlich auch nur für Mehrfamilienhäuser. Ab 4 Parteien. Von mir aus 4 Personen oder sowas. Da könnte es dann so langsam ein bisschen rentabel werden. Darunter ist es meistens keine gute Idee. Gibt Ausnahmen, aber so grob. Da muss man sagen, man braucht 2,5 Kilo Hackschnitzel, um quasi das Äquivalent zu einem Liter Erdöl zu haben. Und die haben halt einen relativ großen Platzbedarf, weil ein Liter Erdöl hat ja nur ein Volumen von einem Liter, macht irgendwie Sinn. Wiegt übrigens nicht ganz ein Kilo, nur 0,86 Gramm. Na, 860 Gramm, genau, der Liter Heizöl. Und Hackschnitzel 2,5 Kilo und haben eben ein Volumen von 12,5 Liter. Also das 12,5-fache von Heizöl. Man muss also einen großen, großen Hackschnitzeltank irgendwo bevorraten, wenn man nicht ständig neue Hackschnitzel bestellen möchte und die dauernd angeliefert bekommen möchte. Das geht theoretisch natürlich auch. Da gibt es alles Mögliche, was man beachten kann, aber für einen privaten Haushalt ist Hackschnitzel meistens keine Alternative. Hingegen sehr wohl eine Alternative sind Holzpellets. Das sind so Sägemehl-Presslinge, könnte man im Wesentlichen sagen. Es werden keine zusätzlichen Bindemittel verwendet, die werden einfach nur durch Druck zusammengepresst und sehen dann so ein bisschen aus wie dieses Tierfutter, was man im Streichelzoo bekommt, was man dann den Ziegen geben kann. Jeder von euch war bestimmt schon mal im Streichelzoo und weiß, was ich meine. Die haben nur ein Volumen von 3 Liter und wiegen auch nur 2 Kilo. Und dabei halt eben auch diese Energiemenge von den 10 Kilowattstunden das gleiche wie eben der Liter Erdöl als Äquivalent, den man kennt. Dann gäbe es noch theoretisch die Möglichkeit, 2,5 Kilo Scheitholz einzulagern. Auch die haben wieder diese 10 Kilowattstunden an Energie, brauchen aber 5 Liter an Platz. Wobei es jetzt natürlich ein bisschen abartig vorkommen muss, wenn man den Platzbedarf für Scheitholz in Liter angibt. Aber im Prinzip, Liter ist eine Volumeneinheit, ne? Ja, also das sind so die Möglichkeiten. Wer mit Erdgas heizen möchte, darf das natürlich auch tun. Aber der braucht wirklich richtig, richtig viel Platz. Oder das Zeug muss richtig, richtig gut komprimiert werden. Und das ist dann natürlich wieder der Risikofaktor. Wenn was sehr, sehr stark komprimiert ist, dann kann das auch explodieren. Passiert ja auch immer mal wieder. Ich persönlich habe mit Erdgas gerade wegen der Explosionsgefahr meine Schwierigkeiten. Ich tue mich da... Ja, aber das muss jeder selber wissen. Es kommt vor, dass da mal was hochgeht. Das wissen wir alle. In Deutschland jetzt eher selten, aber es kommt vor, die gleiche Menge unkomprimiertes Erdgas wie ein Liter Heizöl wären dann eben, also 1000 Liter. Jawohl. 1000 Liter Erdgas im nicht komprimierten Zustand entspricht ein Liter Heizöl. So ist es. Ja, worauf will ich jetzt hinaus, weil ich das erzähle? Es ist so, dass Holz tatsächlich ein effizienterer Brennstoff ist als eben Erdgas. Das ist vielen Leuten nicht klar. Vom Energiegehalt ist Holz besser als Erdgas, nicht so gut wie Erdöl. Aber ich sage es jetzt zum dritten Mal, es ist besser als Erdgas. Holz wird also wirklich unterschätzt allgemein. Nur weil man halt eben seit vielen Jahren nicht mehr in großen Stil mit Holz geheizt hat, heißt das nicht, dass das nicht geht. Ja, damit man sich das Ganze jetzt noch ein bisschen besser vorstellen kann, hätte ich hier noch ein paar schöne Zahlen, nämlich der Jahresbedarf eines Neubauhauses, also mit guter Isolation und so weiter und so fort, zum Heizen liegt bei 15.000 Kilowattstunden an Heizenergie. Dafür kann man entweder 1500 Liter Heizöl verwenden, was ja Sinn macht, wenn 1 Liter Heizöl 10 Kilowattstunden und 1500 Liter haben dann 15.000. Ihr könnt mir folgen. Alternativ kann man auch 3 Tonnen Pellets verwenden. Die haben allerdings natürlich den 5-fachen Platzbedarf von Heizöl. Soll heißen, man braucht nicht 1500 Liter an Lagerfläche, sondern 4500 Liter an Lagerfläche. Was jetzt aber auch gar nicht so viel ist. Das hört sich im ersten Moment mal viel an, aber ein 1500 Liter Tank ist gar nicht so groß. Und 3 davon, das ist jetzt auch nicht so dramatisch.
Man kann dann theoretisch auch noch je nach Holzart 8 bis 10 Steher Holz draußen im Garten lagern. Ein Steher ist ein ja locker aufgeschichteter Brennholzstapel von einem Kubikmeter. Also ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn man noch einen Kachelofen daheim rumstehen hat oder so, dann kann man das ja so tun. Und eben je nach Holzart ist so der durchschnittliche Verbrauch für ein gut isoliertes Haus 8 bis 10 Steher. Gut, jetzt habe ich euch noch gar nicht gesagt, warum ihr überhaupt alternativ mit Holz heizen sollt. Natürlich wäre da jetzt der Umweltfaktor zu nennen, da ja Öl bekanntlicherweise endlich ist und Holz zumindest langfristig gesehen durchaus wieder nachwächst. Das wäre jetzt so das eine Killerargument. Das andere Killerargument, ich will jetzt gar nicht so mit ökologischen Kriterien kommen, sondern wirklich mehr mit Geld, ist eben Geld. So, also jetzt machen wir mal ein kleines preisliches Rechenbeispiel. Wir nehmen jetzt ein Steher Buchenholz, also eben ein Kubikmeter geschichtete Buchenholzscheite. Die haben einen Energiegehalt von 1900 Kilowattstunden. Das entspricht 190 Liter Heizöl. Der Liter Heizöl kostet jetzt in unserem fiktiven Beispiel 85 Cent. Sprich, wenn man das jetzt umrechnet vom Energiegehalt pro Heizöl auf die gleichen, also mit dem gleichen Preis quasi auf unser Holz, würde das bedeuten, dass unser Steher Buchenholz dann 162 Euro kosten müsste. Damit quasi Holz pro Energiegehalt gleich viel kostet wie Heizöl pro Energiegehalt. Das heißt, bis zu 162 Euro Kosten für ein Steher Holz wäre es, wenn man jetzt die Transportkosten und so weiter und so fort außen vor lässt, noch rentabel mit Holz zu heizen, anstatt mit Erdöl, weil man halt eben umweltfreundlicher ist mit Holz. Jetzt ist es aber so, dass der Holzpreis für Brennholz pro Steher Buchenholz aktuell keinesfalls bei 162 Euro liegt, sondern vielmehr bei so ganz grob 60. Ganz grob. Soll heißen, Holz ist erheblich günstiger als Erdöl eben in den Energiekosten. Auch wenn man da natürlich noch erhöhte Transportkosten draufrechnen muss, weil Holz durch die Gegend zu karren ist halt nun mal ein bisschen teurer als das relativ einfach zu transportierende Erdöl durch die Gegend zu karren, von dem man rein volumenmäßig dann weniger braucht. Es rechnet sich trotzdem, mit Holz heizen ist enorm viel billiger als eben mit Öl. Und das gilt insbesondere dann, wenn der Ölpreis wieder ansteigt, weil diese 85 Cent pro Liter sind ja jetzt nicht so teuer. Das kann auch mal guten Euro sein und dann rechnet sich nämlich noch viel mehr, weil dann müsste man quasi als Holzpreis 191 Euro pro Steher Buchenholz bezahlen, damit es wieder gleich viel wert ist. Und da man den dann immer noch wahrscheinlich für 60 Euro bekommen würde, würde man dann noch mehr sparen. Also man spart mit einer Holzheizung exponentiell mehr Geld, je teurer das Öl wird. Und da wir dann langfristig gesehen wirklich noch mit einer Erhöhung des Ölpreises ins Bodenlose rechnen dürfen, wäre das eine Investition in die Zukunft. Rein finanziell gesehen, mal gar nicht von Umweltschutzgedanke her gedacht. Ich möchte übrigens betonen, dass die Frage, ob überhaupt genug Holz für alle zum Heizen verfügbar ist auf dem Planeten, nochmal ein ganz anderes Kapitel ist, das ich dann in einem eigenen Video mal behandeln werde. Ich kann nicht alles durcheinander schmeißen, dann komme ich selber auch durcheinander. Aber prinzipiell ist Heizen mit Holz schon eine gute umweltfreundliche Alternative zu Heizen mit Öl. Und das zumindest, solange es nicht absolut jeder auf dem Planeten tut, weil dann wird das Holz wirklich knapp. Inwiefern, wo die Grenzen sind und wie das alles funktioniert und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, das Thema eines anderen Videos. Das möchte ich jetzt hier nicht thematisieren. Gut.
Wenn man jetzt mit Holz heizen möchte, muss man natürlich beachten, dass das Holz möglichst trocken sein sollte. Denn je nasser das Holz ist, desto mehr Wasser ist im Holz auch drin. Man spricht da vom Wassergehalt, der wird in Prozent angegeben. Und wichtig ist das deswegen, weil man pro Liter Wasser, der in seinem Holz drin ist, 0,68 Kilowattstunden an Energie benötigt, um dieses Wasser zu verdampfen, bevor man überhaupt Energie aus dem Holz für sein Haus ziehen kann. Also das ist quasi Brennstoffenergie, die im Material selber eben dann nicht genutzt werden kann zum Heizen, weil sie einfach dafür verbraucht wird, das Wasser heiß zu machen. Und dabei entsteht keine Wärme. Also es geht um die reine Energie, die dafür nötig ist, das Wasser in Dampfform zu übersetzen, die dann abhaut. Es ist also wirklich ein Nettoenergieverlust. Da habt ihr überhaupt nichts von. Das heißt, je nasser das Holz ist, mit dem man heizt, das gilt natürlich auch genauso beim Lagerfeuer, desto weniger Energie bekommt man letztendlich aus dem, was man reinschmeißt, raus. Und dazu gibt es natürlich schöne Tabellen. Aber man kann so im Prinzip darauf runterbrechen, dass völlig trockenes Nadelholz pro Kilo im Durchschnitt einen Heizwert von 5,2 Kilowattstunden an Energie bringt, pro Kilo Holz eben. Und bei furztrockenem Laubholz sind es dann genau 5 Kilowattstunden pro Kilo Holz. Im wirklich absolut trockenen Zustand. Das ist ohne technische Trocknung nicht zu erreichen. Also da musst du das Ding schon vorher im Backofen vorrösten. Oder eben für den Bushcrafter jetzt wieder interessant, neben dem Feuer eine ganze lange Zeit lang haben, liegen haben, also während das Feuer brennt. Dann kann man tatsächlich, wenn man ganz viel Glück hat, auch irgendwelche Wassergehalte von um die 3% oder was erreichen. Also da geht dann auch schon sehr, sehr, sehr viel raus, wenn man es da wirklich lange liegen hat. Also in der Praxis wird es nicht ganz so gut. Wenn ihr 15% Holzfeuchte erreicht, dann, Wassergehalt. Wassergehalt ist das entsprechende Fachwort. Die Holzfeuchte ist nochmal was anderes, das kann man dann wieder gegeneinander umrechnen. Wenn euch das genauer interessiert, guckt in diesen Artikel hier. Aber eben so 15% ist normalerweise so das, was das Holz, wenn man es draußen super gut wettergeschützt gelagert hat, über 2 Jahre ungefähr hat. Kann es auch schon früher haben, muss nicht 2 Jahre dauern, aber spätestens nach 2 Jahren bei einigermaßen vernünftiger Lagerung sollte ungefähr 15% erreicht werden. Man spricht da auch von lufttrockenem Holz. Das ist auch das, was man normalerweise im Handel so kaufen kann, wenn man sein Brennholz wirklich einkauft. Jetzt Scheitholz. Und da hat halt eben Laubholz ein bisschen geringeren Energiegehalt als Nadelholz. Das liegt daran, dass Nadelholz halt eben auch noch Harz enthält und wie jeder Bushcrafter wissen wird, brennt Harz besser als ohne Harz und deshalb eben der etwas höhere Heizwert von Nadelholz pro Kilo. Das mit dem pro Kilo ist wichtig. So, aber jetzt gehen wir mal auf die entsprechenden Energiegehalte verschiedener Holzarten ein. Die Holzarten, die ich hier thematisieren möchte, sind Fichte, Kiefer, Buche, Eiche und dann noch die Pappel, weil die eben für Brennholz im häuslichen Bereich eine große Rolle spielt. Als Bushcrafter kann man selbstverständlich auch jedes andere Holz verheizen, aber ich kann hier jetzt nicht jede deutsche Holzart aufzählen, sonst sitzen wir hier morgen noch. Demzufolge, das sind so die Hauptholzarten und jetzt muss man immer gucken, wenn ihr mal in der Literatur recherchieren wollt, was eine Baumart denn für einen Heizwert hat, dann findet ihr ganz oft die Angabe pro Gewicht. Das ist relativ sinnlos, weil pro Gewicht eigentlich fast jedes Holz gleich viel Brennwert hat, weil ein Kilo Holz ist tatsächlich ein Kilo Holz. Da spielt es keine Rolle, ob es ein Kilo schweres Holz ist oder ein Kilo leichtes Holz. Das ist so ähnlich wie dieser blöde alte Witz. Was ist schwerer? Ein Kilo Blei oder ein Kilo Federn? Beides ist gleich schwer. Beides ist ein Kilo. Der Unterschied liegt daran, dass ein Klotz, der ein Kilo wiegt, an Holz, wenn er aus Eiche ist, ein viel kleinerer Klotz ist, als ein Klotz, der ein Kilo wiegt, aus Fichtenholz. Fichte ist ein vergleichsweise leichtes Holz. Man braucht also ziemlich viel Holz, um das Kilo voll zu bekommen, das dann den Brennwert von 5,2 Kilowattstunden hat. Stattdessen braucht man nur eine kleine Menge Eichenholz, um eben auch da wieder das Kilo zu erreichen, das den Brennwert dann nur von 5,0 Kilowattstunden pro dieses Kilo eben
hat. Soll heißen, ein dichteres Holz, ein schwereres Holz hat pro Menge an Holz einen höheren Brennwert. Nicht pro Gewicht. Also ihr schleppt in jedem Fall das gleiche Gewicht an Holz zu eurer Feuerstelle, aber nicht das gleiche Volumen an Holz. Also ein riesiges Bündel Zweige von Eiche wiegt mehr als ein riesiges Bündel Zweige von Fichte und ein riesiges Bündel von Zweige aus Eiche, brennt aber dann auch mehr als ein riesiges Bündel an Fichte, was ihr zu eurer Feuerstelle geschleppt hat. Sammelt euer Holz also immer nach Gewicht, in Anführungszeichen. Eine Tonne Holz, die ihr ins Lagerfeuer geschleppt habt, gibt gleich viel Heizenergie, völlig egal von welcher Baumart diese eine Tonne gestammt hat. Nur, dass ihr eben bei Eiche vielleicht nur, keine Ahnung, 10-mal laufen müsst und bei Pappel 20-mal. Das ist halt der wesentliche Unterschied, auf den ich hinaus wollte. Aber nur damit ihr jetzt mal wisst, von welchen Größenordnungen wir da sprechen. Die gute Fichte hat pro Klotz Holz, und wir gehen jetzt mal von der Maßeinheit Festmeter aus, das heißt pro Kubikmeter massives Holz, also ein Meter mal ein Meter mal ein Meter, ein Holzklotz. Das gibt es natürlich so in der Natur nicht, aber wenn das so vorkommen würde, dann hätte dieser Holzklotz bei Fichte 1971 Kilowattstunden an Energie drin, die man zur Verfügung hätte. Damit kann man eine ganze Weile heizen. Bei Kiefer, also die gute normale Waldkiefer, die hat schon deutlich mehr, und zwar 2241 Kilowattstunden pro Klotz, weil Kiefer eben nochmal ein deutlich dichteres, schwereres Holz ist als eben unsere Fichte und so ein Klotz dann auch entsprechend mehr wiegt und man schwieriger dran hätte, diesen Klotz zu seinem Lagerfeuer zu schleifen. Mal ganz davon abgesehen, dass das ganz schön schwierig sein könnte, so einen 1 Kubikmeter Holzklotz mit dem Messer klein zu bekommen. So, die Buche ist tatsächlich eben das Nonplusultra Brennholz, wie ich auch in meinem Baumwissen für Bushcrafter Video zum Thema Buche schon gesagt habe. Bei Buche hat man wirklich definitiv am meisten von seinem Ast. Theoretisch hat Eiche, dazu kommen wir gleich, einen noch höheren Brennwert, aber nur noch minimal höher. Da ist es dann schon fast schade, dass man das gute Eichenholz verbrennt, wobei es mal eben im Fall von Bushcrafter im Wald scheißegal ist. Ob ihr jetzt dünnes Eichenholz vom Boden aufsammelt und verkohlt oder ob ihr Buchenholz nehmt, das spielt dann irgendwie keine Rolle. Man kann sich also so fürs Brennholz merken, Buche, Eiche, nimmt sich nichts, scheißegal. Aber eben nicht zu Hause, weil gerade Eichenholz als Brennholz einzukaufen wäre sündhaft teuer. Das ist das teuerste Brennholz, was ihr irgendwie kaufen könnt. Das wäre eine doofe Idee. Kauft Buchenholz, da habt ihr am meisten von. Man muss auch weniger Buchenholz dann volumenmäßig einlagern, als man zum Beispiel Fichtenholz einlagern müsste für die gleiche Brennwertmenge. Denn, hier kommt die Zahl, Buchenholz hat pro Festmeter 2790 Kilowattstunden an Energie, während Fichte eben bloß knapp 1971 hat. Also man kann sagen, Buche hat nochmal 40% mehr, ungefähr, so in etwa. Heißt, ihr müsst auch 40% weniger Buche einlagern vom Volumen her, als ihr Fichte einlagern müsstet zu Hause. Fichte ist dafür meistens als Brennholz dann billiger zu haben. Man zahlt schon so irgendwie nach Energie. Buche ist ein relativ teures Brennholz, aber wie gesagt, dafür brennt sie auch entsprechend lange. Buche hat dazu noch die Eigenschaft, eine sehr gute, lange glühende Glut zu bilden. Und die Rauchgase, die beim Verbrennen von Buche entstehen, sind sehr wenig schädlich für Rauchgase. Die sind ja nie gesund. Man kann sie aber auch sehr gut zum Räuchern benutzen. Das weiß man ja von der Rügenwalder Mühle, ne? Die räuchern auch ihr ganzes Zeug ja bekanntlich über Buchenholz. Das funktioniert tatsächlich sehr gut, ist ein sehr universell einsetzbares Brennholz und auch hervorragend eben für Kochvorhaben geeignet, da eben die Glut lange glüht. Die von der Fichte, reines Fichtenholz, hat eine Glut, die sehr schnell ausgeglüht ist. Dann kann man da drin halt nicht mehr kochen in besagter Glut. Gerade fürs Backen ist das auch wichtig, wenn ihr irgendwas in der Glut unter die Glut schiebt oder was mit Glut überhäuft, dann muss natürlich, damit dieser Backvorgang am Ende auch abgeschlossen ist, diese Glut auch lange, lange heiß sein. Und das ist eigentlich wirklich gut machbar, nur mit Buchen oder theoretisch eben mit Eichenglut. Aber jetzt ist das Problem, dass man halt eben Eichenholz als Brennholz nicht kaufen kann, weil Eichenholz ein zu gutes Material ist, um damit was zu bauen oder irgendwas Langfristiges zu machen. Es macht einfach keinen Sinn, das zu verbrennen.
Außer eben als Bushcrafter im Wald, weil es da sowieso gerade am Boden rumliegt. Letzte Holzart, die bei Brennholz im Hause noch eine Rolle spielt, ist dann die Pappel. Die hat nur in Anführungszeichen einen Heizwert von 1765 Kilowattstunden, also nochmal weniger als die Fichte mit ihren knapp 2000. Dafür hat Pappel den großen Vorteil, dass die einfach bombenschnell wächst und da einfach alles andere in den Schatten stellt, im wahrsten Sinne des Wortes, wobei Pappel gar nicht so viel Schatten wirft. Pappelholz ist daher einfach unglaublich günstig zu bekommen und die günstigste Methode, an sein Brennholz ranzukommen, ist tatsächlich Pappel. Die hat pro Energiegehalt so den besten Preis. Das ist so das billigste Brennholz, insbesondere dann, wenn es einen nicht stört, wenn man sein Brennholz in Form von Holzpellets oder Holzhackschnitzeln verwendet. Denn die Pappelgeschichte, das wird meistens gleich direkt nach der Ernte, wenn es aus Kurzumtriebsplantage stammt oder aus sonstigen Energiewaldformen, wird es nach der Ernte meistens sofort gleich geschreddert und sofort zu Hackschnitzeln verarbeitet oder tatsächlich absichtlich zu Pellets gemahlen. Das sind so die typischen Anwendungsbeispiele wie Pappelholz, Pappelscheitholz. Damit heizt eigentlich keiner. Das könnt ihr auch wahrscheinlich nur schwer kaufen, aber im Prinzip wäre das auch noch eine Möglichkeit. Auch Pappelholz bildet dann natürlich keine gute langanhaltende Glut, ist also für den Outdoor-Anwender draußen im Wald keine wirklich nennenswerte Alternative. Damit jetzt gut kochen ist nicht. Als Wärmefeuer, okay, das taugt dann natürlich auch. Ganz allgemein muss man noch dazu sagen, wieder bei der Anwendung als Lagerfeuer ist es natürlich auch von daher gut, ein lange brennendes Holz, ein Holz mit einem hohen Energiegehalt zu verwenden, weil man dann weniger nachlegen muss. Heizt man mit Fichte oder Pappel, schmeißt man ständig was drauf aufs Lagerfeuer, gerade wenn man mit kleinen Stöckchen arbeitet und nicht mit riesigen Scheiten, was bei den meisten Lagerfeuern in der Regel der Fall sein wird, dann ist das eben gerade ein ziemliches Komfort plus, da dann nicht so oft was nachlegen zu müssen. Und es ist ganz elementar für diejenigen unter euch, die sämtlichen Verboten zum Trotz tatsächlich versuchen, ihr Lager über Nacht per Feuer zu heizen, und ich möchte darauf hinweisen, dass das hochgradig illegal ist. Ihr lasst euer Feuer aus den Augen, ihr schlaft ein, während euer Feuer noch brennt. Das ist waldbrandgefahrentechnisch ziemlich dämlich, auch wenn also wahrscheinlich euch noch nie was passiert ist. Trotzdem ist das nicht gut. Das Risiko würde ich persönlich echt nicht eingehen wollen, das ist mir zu gefährlich, aus Versehen den Wald anzuzünden. Es mag Ausnahmen geben an Tagen, an denen es wirklich völlig unmöglich ist, den Wald anzuzünden, aber trotzdem, also ich persönlich halte das einfach nicht für gut, dass man sowas macht. Das kann man dann ja mal an einer offiziellen Feuerstelle in Gottes Namen ausprobieren. Oder man nimmt sich halt dann noch zwei, drei Kumpel mit und irgendeiner spielt die Feuerwache, während die anderen pennen. Das kann man eine Nacht auch mal durchhalten. Das ist mir jetzt echt ein Anliegen, dies an dieser Stelle zu sagen. Aber wenn man dann tatsächlich in einem richtigen Survival-Szenario, nicht nur Training, steckt und wirklich darauf angewiesen ist, diese Technik anzuwenden, dass man also durch die Nacht ein Feuerbrennen hat, mit deren Reflexionswärme, mit einem Feuerreflektor dann irgendwie nach unten geleitet. Wie das jetzt genau technisch funktioniert, spielt jetzt keine Rolle. Aber wenn man eben ein Feuer braucht, das ganz, ganz lange brennt, während man schläft, dann ist es auch eben wichtig, dass man vorher das richtige Holz für dieses Feuer verwendet hat. Sonst darf man nämlich alle halbe Stunde aufstehen, weil es runtergebrannt ist und die Glut auch schon wieder fast ausgekühlt ist. Wenn es ganz dumm läuft, muss man das Feuer nochmal komplett frisch anzünden. Wenn ihr ein großes, großes Feuer mit Buchenholz oder Eichenholz anmacht, dann könnt ihr sicher sein, dass die Glut am nächsten Morgen immer noch warm ist. Das ist gerade dann interessant, wenn ihr euch die Glut unter euer Bett dann schiebt, wenn ihr euch so ein tolles Bushcrafter-Bett gebaut habt, dann wird euch die Glut bis in den Morgen rein von unten ein wenig wärmen können. Hängt natürlich davon ab, wie viel Glut es war, wie dick das Holz gewesen ist, das ihr da verheizt habt. Je dicker, desto besser, gilt in diesem Fall, gilt nicht bei Kochfeuer, gilt nicht bei gemütlich abends am Feuerhockfeuer. Aber das ist die eine Anwendung, wo man tatsächlich auch mit größeren Blöcken an Holz heizen sollte. Und dann kommt man auch einigermaßen gut durch die Nacht mit Fichten oder Kiefernholz. Mit Kiefernholz noch eher als mit Fichtenholz, aber mit Fichtenholz wird einem das nur schwer gelingen. Da wird man 2 bis 3 Mal mindestens nochmal aufstehen müssen, um da entsprechend nachzuheizen. Es sei denn, ist es ohnehin nicht so kalt, dass man das Feuer wirklich unbedingt gebraucht hat. Und dann sollte man erst recht keins anmachen. Mir ist wirklich nochmal wichtig, eben an dieser Stelle den rechtlichen Hintergrund zu erklären. Ein Feuer unbeaufsichtigt brennen lassen ist einfach doof. Das sollte man nicht tun. Es sei denn wirklich im größten Notfall und selbst in einer Survival-Situation ist das ein bisschen ungesund.
Da könnt ihr dann theoretisch einen auch das Feuer im Schlaf überwachen, weil halt doch mal irgendwas anfängt zu brennen. Klar kann man sich sagen, oh, ich habe aber auf alles aufgepasst und ich habe da draußen rum 5 Meter Kreis, wo keinerlei Vegetation ist und nichts, was irgendwie anfangen kann zu brennen. Dann hat man allerdings wiederum das Problem, dass man tatsächlich einen 5 Meter breiten vegetationsfreien Kreis in den Wald gerissen hat. Das ist auch nicht unbedingt gerade besonders naturfreundlich. Also ein wirklicher Naturfreund macht kein Feuer über Nacht und schon gar nicht unbeaufsichtigt. Das wollte ich jetzt nur noch mal 17 Mal betont haben. Ja, das wäre es dann im Wesentlichen gewesen, was ich zu Brennholz jetzt in diesem Video zumindest zu sagen hatte. Ist natürlich nicht alles, was es dazu zu sagen gibt, aber schon mal ein paar Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ansonsten stellt mir doch bitte noch eine Frage, wenn euch irgendwas gefehlt hat oder ihr irgendwas Spezielles noch wissen wollt oder ich mich noch mal ausführlicher zum Herstellungsprozess von Holzpellets oder Holzhackschnitzeln äußern soll. Mich persönlich interessiert das nicht so. Ich weiß das schon so halbwegs, beziehungsweise ich muss dann tatsächlich noch ein bisschen was nachlesen. Also wenn ihr mich ärgern wollt, dann bitte eine ernsthafte Frage dazu. Eine ernsthafte Frage. Alle Fragen mit Zwinker-Smiley werden ignoriert. Macht's gut, wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao.